Allein an der Nordsee. Detlef ist Antikhändler in Cuxhaven. Über eine Agentur im Internet sucht er nun seine große Liebe. In Russland. Ja, man glaubt's nicht. Es ist wie ein kleiner Junge im Bonbonladen. Süßigkeiten hier. Man möchte eigentlich überall naschen. Einsam im Rheinland. Auch Taxiunternehmer Andreas sucht im Katalog seine Traumfrau. Deutsche Frauen haben ihn bislang enttäuscht. Anders als hier in Deutschland erwarte ich irgendwo eine ganz andere Mentalität. Sie ist viel wärmer, offener, herzlicher, selbstverständlicher. Und deswegen finde ich einfach, das sollte ich mal versuchen. Die Qual der Wahl. Doch eine Frau hat es Andreas besonders angetan. Elena, 38. Auf diesem Foto spricht mich unheimlich dieser Blick von ihren Augen an. Sie schaut einfach so etwas lasziv. Dann, ich stehe unheimlich auf Locken. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich sie sehe. Schon bald will der 42-Jährige seine Traumfrau treffen. Doch er hat sich in Russland gleich mit mehreren Damen verabredet. Andreas ist seit 4 Jahren Single. Ja, und das ist mein frisch renoviertes Schlafzimmer mit einem extra großen Kleiderschrank. Quasi schon vorbereitet, damit die zukünftige Partnerin auch schon etwas Platz hat. Ich möchte also jetzt möglichst bald mein Single-Dasein beenden, weil die Sehnsucht doch zu groß wird, dass ich mit einer Partnerin wieder zusammenleben möchte und das Alleinsein einfach nicht mehr aushalten kann. Der erste Eindruck zählt. Ein Gastgeschenk ist Pflicht. Andreas wählt etwas Originelles. Sardinen aus Schokolade. Peinlich ist es mir nicht, irgendwie in Russland nach einer neuen Partnerin zu suchen. Ich stehe da voll hinter und finde einfach da größere Chancen, mein Deckelchen zu finden, als hier in Deutschland. St. Petersburg. Statistisch gesehen hat Andreas hier beste Chancen. Die Lebenserwartung russischer Männer ist geringer. Die Frauen sind in der Überzahl. Viele sind Singles und suchen deshalb über eine internationale Partneragentur. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Ich war sofort vom Flughafen mit dem Koffer schon. Ja, war schwer genug. Ja. Okay, dann nehmen Sie bitte Platz. Ja, Dankeschön. Die Chefin betreibt eine der größten Vermittlungsbörsen in Russland. Rund 5000 Frauen sind bei ihr registriert. Respekt, Zuverlässigkeit, gute Manieren und materielle Sicherheit, darauf legen die Frauen Wert. Wenn ein Mann auf die Frau trifft, dann wird er mit ihrem Charakter leben, mit ihren Lebenseinstellungen und mit Mentalität und eigentlich mit dem Menschen. Und deswegen, wir versuchen immer den Männern zu erklären, ein Bild ist hübsch, schön und super, aber dann kommt die Realität und dann kommt auch die reale Frau, mit der Mann umgehen muss. Sein erstes Date hat sich Andreas selbst ausgesucht. Lubov, 43, Buchhalterin. Für die Frauen ist die Vermittlung kostenlos. Männer zahlen für jedes Treffen 80 Euro. Lubov ist seit 8 Jahren Single. Mit einem ausländischen Mann trifft sie sich heute zum dritten Mal. Andreas? Hallo, good morning. I'm Andreas. I'm Lubov. You know. Hello, nice to meet you. I know in your profile you wrote that you like cars. Oh, very and, good. And this museum of cars. That's a very good idea. To... Very nice, thank you. Vor dem Treffen hat Andreas mit Lubov nur eine kurze Mail ausgetauscht. Wow. Jetzt gilt es erstmal, ein paar grundlegende Fragen zu klären. Wow. I want to know, when you have free time, or what you are wish to do. Now, the first, I need to have family, okay. Because now I have everything. I have good profession. I have good flat. Okay. Two years ago. I bought a big flat, okay. Very big flat, and now I need child, yeah. And
husband. Okay, that is the last point you have to fulfill your plan of life. Do you have a child? No, I have no child because the right woman was not there. We will see in the future. Everything can happen. Für Lubow ist Andreas interessant. Mit 43 Jahren ist ihre Partnersuche in Russland fast aussichtslos. Einheimische Männer sind Mangelware, meistens vergeben oder bevorzugen deutlich jüngere Frauen. But I have one moment. In Russia, kiss the three times. The three times, okay. I have a little present for you. I brought it from Germany to you. It are no real fishes. They are in chocolate. It's so, for you so to think at me and our visit. Thank you very much. No problem. You are thank welcome. You. Bye. Bye-bye. Cuxhaven an der deutschen Nordseeküste. In einem umgebauten Gehöft mit Scheune lebt Detlef. Seit 10 Jahren schon alleine. Er ist Antikhändler. Geschäftlich hat er oft mit Kundinnen aus Russland zu tun. Jede russische Frau oder fast jede russische Frau, die ich kennengelernt habe, die hat irgendwas in mir ausgelöst. Irgendwie ein Kribbeln, ein Interesse, eine Mischung zwischen Erotik und aber auch so ein magisches Dreieck, Körper, Geist und Seele, alles war angesprochen. Das Alleinsein soll ein Ende haben. Der 57-jährige Detlef sucht gezielt nach einer russischen Frau. Ebenfalls über eine Agentur. Vor einem Jahr stellt er sein Profil online. In der Form findet man das in Deutschland nicht. Diese Frauen zeigen sich ja relativ offen. Kein deutscher Mann, denke ich mal, würde das Risiko eingehen, eine verpixelte Russin, das als Köder zu sehen, um dann nach Russland zu fahren, weil man ja gar nicht glaubt, dass es die auch real sind. Schon bald bekommt er eine Nachricht. Julia, 46 Jahre alt, alleinerziehende Mutter. Nach ein paar E-Mails schwinden Detlefs Zweifel. Kurz entschlossen packt er die Koffer und fliegt nach St. Petersburg. Es öffnet sich die Türe und dann kommt da so eine Elfe angeflogen fast. Also das war wirklich so, ha, du, ne. Ja, das war wie die Verkündigung, wie die Erscheinung, wie, ne. Ich war natürlich völlig baff. Julia hat keine Berührungsängste. Statt im Hotel quartiert sie Detlef in ihrer Wohnung ein. 5 Tage lang führt sie den Mann aus Deutschland dann durch die Zarenstadt. Schnell wird klar, beide haben Gefühle füreinander. Das ist das, was man sich eigentlich wünscht, was man sich erträumt. Dass aus dieser Wunschliebe tatsächlich eine Verliebtheit entstanden ist, und zwar sofort. Noch aber ist es eine Liebe auf Distanz. Julia und Detlef trennen fast 2000 Kilometer. Doch das soll sich bald ändern. In St. Petersburg hat es bei Andreas im Automuseum mit Lubow nicht gefunkt. Seine nächste Verabredung ist nun Svetlana. Die 31-jährige Veranstaltungsmanagerin organisiert wissenschaftliche Konferenzen. Vor 3 Jahren hat sie ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland verbracht. Schokolade mag ich gerne. Sehr gut. Dankeschön. Gern geschehen. Was hast du für Hobbys? Ich mag singen. Ich mag gerne reisen. Das ist eine so sehr, sehr wichtige, interessante Sache. Ich gehe oft ins Kino, ins Theater oder besuche einige Ausstellungen. Okay, sehr schön. Klasse. Ein bisschen Tradition. Svetlana hat für Andreas Borscht bestellt. Eine russische Rote-Bete-Suppe, heiß serviert. Das riecht sehr gut. Ja. Ich habe gerade den Mund verbrannt. Wirklich heiß. Ich habe gerade noch was Heißes gehabt. Dann am besten ein bisschen warten. Sie wäre auf jeden Fall eine Kandidatin, wo ich sagen würde, okay, ich würde es mal probieren. Definitiv. Eine typische Wohngegend außerhalb des Schmuckenzentrums von St. Petersburg. Hier lebt Detlefs große Liebe Julia in einer Zweizimmer-Eigentumswohnung, zusammen mit ihrer 14-jährigen Tochter.
Alisas Leben wird sich durch die Beziehung ihrer Mutter zu Detlef verändern. Denn es gibt große Neuigkeiten. Detlef ist seit 2 Tagen zu Besuch, um die Papiere für die Hochzeit zu organisieren. Hallo, mein Schatz. Ich hab sie. Ich hab alle Dokumente. Eine binationale Hochzeit. Das heißt vor allem viel Bürokratie. Dokumente, Beglaubigungen, Übersetzungen. Das ist das Ehefähigkeitszeugnis von der Stadt Cuxhaven. Ja. Das ist die Apostille. 1959. Ach ja. Ja, ich war noch nie verheiratet. Also so gesehen ist das für mich natürlich absolutes Neuland. Und dann noch über die Grenzen hinweg. Ich bin alt genug und ich habe genug erlebt und genug erfahren. Und so gesehen, ich war ja auch nie gegen Heirat. Es war bloß nie der richtige Zeitpunkt oder die richtige Frau. Und jetzt bin ich der Meinung, hier passt alles. Abgesehen von der Romantik ist die Heirat auch ganz praktisch von Bedeutung. Ohne Trauschein bekommt Julia keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Bislang hat Detlef in die Fernbeziehung, in Visa und Flugtickets schon mehrere tausend Euro und viel Zeit investiert. Für Julia ein Beweis, dass er es ernst meint. Auf einen anständigen Mann kann man sich immer verlassen. Er löst alle Probleme, die du selbst nicht lösen kannst. Mit den Dokumenten, mit dem Umzug. Das hat Detlef bisher eins nach dem anderen erledigt. Der letzte Schritt war dann der Heiratsantrag. Resultat. Nach 3 Monaten Beziehung besucht Julia Detlef zum 2. Mal in Deutschland. Dabei hat er eine Überraschung parat. Also, ich habe ein Kästchen vorbereitet, da waren 2 Ringe drin mit Namen und Datum und habe es einfach heimlich beim Spaziergang in Bodenwerder am Münchhausen-Denkmal hingelegt und habe gesagt, guck mal Julia, was ist das denn? Er sagte, schau doch genau hin. Nein, habe ich gesagt, das ist nicht meins. Dann habe ich das Kästchen doch aufgemacht. Und da lagen sie. Das ist ja auch das Schöne. Sie war da nicht drauf vorbereitet und es ist mir gelungen. Es hat Freude bereitet. Und, ne, da sind sie. Andreas will die Zeit in St. Petersburg effektiv nutzen. Auch wenn das Treffen mit seiner Traumfrau Elena in Sanara noch ansteht. Also ich wollte Svetlana ein zweites Mal sehen, deswegen habe ich sie eingeladen in eine Karaoke-Bar, weil sie meinte, sie singt sehr gern, hat es lange nicht mehr gemacht und wird einfach mal sehen, wie wir da den Abend verleben. Der Abend in der Karaoke-Bar geht auf die Rechnung von Andreas. In Russland zahlt traditionell immer der Mann. Svetlana ist 31, 11 Jahre jünger als Andreas. Seit 12 Monaten ist sie in der internationalen Partneragentur registriert. Sie möchte einen Mann aus Deutschland finden. Klasse, klasse. Dankeschön. Herrlich, Wahnsinn. Also ich bin sprachlos. Ich kriege keinen Ton mehr raus. Hat mich gerührt. Also ich habe sogar eine Träne zerdrückt. Also deswegen, das klang phänomenal. Ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht, wie er reagiert hat. Und ich meine niemand in meinem Leben so ehrlich an meine Singen reagiert hat. Ich finde das ganz positiv. Das bedeutet, dass ich was beibringen kann mit meinen Emotionen. Und in Partnerschaft ist auch ganz wichtig. Doch Andreas bleibt keine Zeit für große Gefühle. In Samara an der Wolga, 2 Flugstunden von St. Petersburg entfernt, ist er mit Elena verabredet. Elena ist meine Favoritin. Das ist der Grund, warum ich die ganze Reise gemacht habe. Das ist die, die ich mir ausgesucht habe. Die erste, die mir in den ganzen Profilen aufgefallen ist. Und deswegen ist mir jetzt auch ein bisschen Fleu in der Magengegend.
Für die Organisation vor Ort zahlt Andreas pauschal 400 Euro. Dazu Hotel, Taxi und die 80 Euro für das Treffen. Elena ist 38 und Juristin. Sie spricht kein Englisch und nur wenig Deutsch. Eine Dolmetscherin ist dabei. Hallo Elena, ich bin Andreas. Hallo. Sehr angenehm. Wie geht's? Also Sie auch. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Viel Arbeit. Mir geht's auch sehr, sehr gut und viel besser, wo ich dich jetzt sehe. Endlich im Realen. Was hast du für einen Eindruck jetzt, nachdem du mich in Real gesehen hast? Ja, как и на фото, как и на фотографии. Also, den gleichen Eindruck als auf Foto. Okay, also nicht schlechter oder sie ist nicht enttäuscht und sie kann ruhig ehrlich sein. Может быть честно, то есть не хуже и такое же. Nein, schlechter. Nein, schlechter. Nicht schlechter. Okay. Die beiden haben sich in einigen E-Mails intensiv ausgetauscht. Elena hat ihre Mittagspause genutzt, um Andreas gleich nach seiner Ankunft zu treffen. Ein gutes Zeichen? Nach einer Stunde muss sie zurück ins Büro. Ich habe keine Zeit. Oh, zu wenig. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. No, und надеюсь, что вы в скором времени увидитесь. Ja, später. Okay, wunderbar. Ich freue mich drauf. Danke, dass du Zeit hattest. Danke dir. Спасибо, что ты. Bye. Der Blick war da, sie hat mich empfangen, der Blick sagte, schön, dich kennenzulernen und also ich war also total hin und weg und gefesselt. Also ich hoffe und bete, dass sie von mir auch begeistert ist. Ein romantisches Winterwochenende. Viele Russen verbringen ihre Freizeit in einem Gartenhaus auf dem Land. Auch Julia hat so eine Datscha, außerhalb von St. Petersburg. Oh! Es ist kalt. Nee. Oh! Ja! Strom. Zack. Ist wieder da. Step by step, aber super. Arbeit. Das macht auch Spaß. Gut, ist der Strom wieder ausgefallen. Gehört auch dazu. Julia ist Kinderpsychologin. Vor 7 Jahren hat sie sich vom Vater ihrer Tochter getrennt. Unterhalt zahlt er kaum. Durch ihren Beruf konnte sie sich trotzdem eine Existenz aufbauen. Für eine russische Frau alleinlebend ist das ja auch wirklich eine Leistung, eine Wohnung und Beruf und Tochter. Das hat sie ja alles alleine quasi gemeistert. Und da ziehe ich den Hut vor dieser Stärke in einem doch, sagen wir mal, nicht so komfortablen Land wie dem unsrigen. Und da sage ich, also mit so einer Frau, da kann man nur gewinnen. Ne? Und dieses allgemeine Vorurteil, die Damen aus Russland wollen jetzt einfach nur einen sicheren Hafen, ne? Und dann wollen sie shoppen gehen. Also das ist völlig, in diesem Fall völlig anti. Das Durchschnittseinkommen in Russland liegt bei etwa 500 Euro im Monat. Julia verdient das Doppelte. Mhm. Viele alleinerziehende Mütter müssen mit weniger auskommen. Russland ist spezifischer Land. In Russland gibt es kaum eine staatliche Absicherung. Die Frauen bei uns müssen sehr stark sein, weil das Sozialsystem nicht ausreichend ist. In der Familie liegt der Großteil der Verantwortung immer bei den Frauen, auch wenn Kinder auf die Welt kommen. Viele Frauen müssen sich um die Arbeit und viele andere Dinge alleine kümmern, viele schwierige Situationen im Griff haben. Und praktisch alle Probleme selbst lösen. Ein melancholisches Liebeslied. Detlef ist 57. Er ist in einem Lebensabschnitt, in dem die Jahre kostbar sind. Julia ist bereit, ihr Leben in St. Petersburg für die große Liebe aufzugeben. Ist immer nicht gut. Vielleicht bin ich überemotionalisiert, aber ich bin nun mal so, wie ich bin. Und das ist ja auch das Schöne, dass mich Julia so nimmt,
wie ich bin. Ich muss hier nichts vorspielen, ich muss hier nicht irgendwie irgendjemand sein, sondern ich bin ich. Ne? Und das wünscht sich doch eigentlich auch jeder, das sei ich. Ich muss hier keine Maske tragen, ich muss hier nicht den coolen Westler, der hier irgendwie alles besser weiß oder irgendwie vorspielen. Ich meine, es ist einfach, ja, ich bin überwältigt. Hoffnung auf die große Liebe. In Samara trifft Andreas das zweite Mal auf seine Favoritin Elena. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. In den Blumenstrauß hat er 30 Euro investiert. Ich habe einfach dieses Gefühl in mir, dass in diesem Fall alles glatt geht und dass alles gut wird. Ohne Dolmetscherin geht es nicht. 15 Euro pro Stunde muss Andreas für sie bezahlen. Aber nicht. Also, das ist wie ein Bruderschaft. Ja, aber ich sag's mal, wir wollen ja wahrscheinlich vielleicht mehr später mal. Ну, он сказал бы, может быть, это стоит сделать чуть позже. Ну, Bruderschaft не предполагает поцелуев. Bruderschaft heißt keine Küssen. Das ist. Ach so, okay. Это просто дружеский. Das ist nur freundlich. Also. So. Das trau wir. So schön. Sein Trick. Ach, dein Hobby. Das hast du in deinem Brief geschrieben. Das ist natürlich der Traum eines jeden Mannes, eine private Pool-Dance-Frau zu haben. Ja, natürlich. Das ist die Wunsch jedes Mannes. Ja, damit für ihn so ein Tanz tanzt. Jetzt? Es wird Zeit, dass ich Russisch lerne. Ich möchte mitlachen, deswegen muss ich ganz schnell Russisch lernen. Das zweite Date mit Elena. Andreas wird eine Woche bleiben und hat weitere Treffen mit ihr geplant. In Cuxhaven ist Julia mit ihrer Tochter Alisa bei Detlef zu Besuch. Die 14-Jährige will die neue Heimat ihrer Mutter kennenlernen. Ob sie irgendwann nachzieht, ist noch offen. Vorerst soll sie in Russland die Schule abschließen. Ja, hier ist the harbor life. After there is fishing. There are many fishing boats, a small one for the crabs, you know, the Krabben. There you see the big ship coming from here to there and then they go to Hamburg. Julia kommt aus der Millionenmetropole St. Petersburg. Im überschaubaren Cuxhaven leben 50.000 Einwohner. Ja, das ist vielleicht ein Kontrast, aber ich denke, ja, manchmal ist der Kontrast ja auch interessant im Leben. Ne? Der Stadtrundgang führt auch in Detlefs Antiquitätenladen. Die Umsätze in der Branche sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Manche Artikel sind schwer zu verkaufen, wie dieser Zinnteller aus Russland. It's a creation of Imperator Alexander III and Imperatrice Maria Fedorovna. And good. Maria is a Deutsch princess. Ah, Maria. And now is a Russian princess. Wenn Julia nach Deutschland kommt, wird sie ihren Beruf in Russland aufgeben. Ihren Unterhalt muss dann Detlef finanzieren und auch ihre Tochter unterstützen. Insgesamt mit rund 800 Euro im Monat. Ja, darüber muss man sich natürlich im Klaren sein. Man hat eine hohe Verantwortung, also auch eine finanzielle Verantwortung, ist schon klar. Weil sie wird ja nicht von Anfang an Geld verdienen können. Was mir natürlich auch ein bisschen vorschwebt, ihre Russischkenntnisse zu nutzen. Das könnte mich natürlich auch, also geschäftlich, wir könnten da zusammen so eine Brücke bauen nach Russland, St. Petersburg. Also die Russen lieben ja auch Antiquitäten. Damit könnte ich mir natürlich, also oder uns vielmehr, uns neue Perspektiven eröffnen, dass ich das Ganze auch dann irgendwie wirtschaftlich positiv gestalte. Ne? Platz hat Detlef genug, mehr als 400 Quadratmeter. In Russland ist die Küche traditionell das Terrain der Frauen. Hast du Reis? Natürlich habe ich Reis. Natürlich. Ich sehe aber nicht, das ist Nudel. Wo Reis? Nein, hier ist Reis. Den hast du sogar noch selber gekauft. Danke. In einem halben Jahr möchte Julia hier dauerhaft einziehen. Zumindest ist das momentan der Plan. Huhn ist die Frau. Alisa bleibt erstmal alleine in St. Petersburg zurück.
bei ihrem Opa und dem leiblichen Vater. Alle wollen das Beste aus der Situation machen. In St. Petersburg, I told her, I want to be your friend. I don't take your mother away from you. And I don't want to take you out of your system. And I don't want to put things between you and your mother. And, you know. Schatze, alles klar. Ja, yeah. In Russland, andere Distanz. In Russland, das ist normal, leben in St. Petersburg und arbeiten in Moskau. Ja? Yes. Analoge Distanz in St. Petersburg für Deutsch. Das ist nicht groß, Distanz. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Alissa dann den Herbst erstmal alleine verbringt. Mit der Vater ist ja noch da. Der Vater zieht dann auch ein bisschen in ihre Wohnung mit ein, so ein bisschen als Aufsichtsperson. Julia wird vielleicht einmal eine Woche oder zwei zwischendurch reinfliegen. Was ich tun kann, ich kann versuchen, eine finanzielle Unterstützung zu bringen, eine seelisch-moralische Unterstützung. Aber die Entscheidung, wie das letztendlich da laufen soll, die kann ich nicht fällen. Wieder allein im Rheinland. Andreas ist von seiner zweiwöchigen Datingreise aus Russland zurück. Seine Traumfrau Elena hat er in Samara 5-mal getroffen. Kurz nach seiner Rückkehr kam dann eine Mail. Guten Tag, Andreas. Gut, ich erkläre es dir. Kommen in Samara war deine Wahl. In Samara hatten wir freundschaftliche Treffen und nicht romantische Küsse. Leider habe ich nicht erschienen Gefühle für dich. Ich mag dich als Mensch, aber nicht als Mann. Ich mag junge Männer. Die Mail ist natürlich ziemlich vernichtend und enttäuschend und traurig auf einen Schlag, alles zusammen, weil man kann sogar sagen, ein Schlag ins Gesicht, weil man geht ja von ganz anderen Voraussetzungen aus. Das Alter war von Anfang an bekannt und das hätte früher kommen sollen, finde ich. Das wäre der korrektere Weg gewesen, definitiv. Aber nicht dieser Weg. 5-mal treffen, Wein mitnehmen, tanzen mitnehmen, Essen mitnehmen, Geld ausgeben mitnehmen, ausgeführt werden mitnehmen und dann warten, bis derjenige wieder zurück nach Deutschland geflogen ist, um einem so weit an den Kopf zu knallen. Andreas hat viel investiert, finanziell und emotional. Die Suche per Partneragentur war für ihn eine Fehlkalkulation. Die Sehnsucht nach der großen Liebe bleibt. Im Standesamt in St. Petersburg steht ein großes Ereignis bevor. Alle bürokratischen Hürden sind überwunden. Detlef und Julia haben sich vor 15 Monaten im Internet kennengelernt. Nun wollen sie ihre Liebe ein Leben lang besiegeln. Ich fühle mich völlig überwältigt. Das ist alles so schön, alles so ja, emotional. Und, ja. Und wir müssen das in die Hand nehmen, wir müssen das zusammenwachsen lassen. Unterschiede wird es immer geben, aber das macht die Sache ja auch interessant. Zu Unterschieden. Wir passen zusammen. Ja. Die Hochzeit haben die beiden kurzfristig auf die Beine gestellt. Einige Freunde sind gekommen und Julias Vater. Nur Tochter Alissa liegt mit Fieber im Bett und verpasst den großen Tag. Natürlich bin ich glücklich. Alles ist so schön, so wunderbar. Es hat alles so gut geklappt. Ein Happy End mit Liebesgrüßen aus Russland. Bestimmt steht die Ehe von Detlef und Julia vor großen Herausforderungen. Aber die können ja bekanntlich besonders fest zusammenschweißen.